König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge des König Bube Dame Gast Podcast. Ich bin die Dela und möchte heute mit euch und meinen Gästen über einen Bachmann-Roman sprechen, nämlich Qual. Und dazu begrüße ich nicht nur wie immer den wundervollen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Außerdem den großartigen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Sondern auch zwei ganz fantastische Gäste und Gästinnen, nämlich einmal die Chloe, die ihr das letzte Mal bei S gehört habt. Hallo Chloe. Hallo Dela. Diesmal, keine Angst, musst du nicht wieder 5 Stunden mit uns aushalten, sondern etwas weniger. Und ich begrüße den Tobi. Tobi war bei uns schon mehrfach, unter anderem als letztes für die letzte Folge des Turmzyklus. Hallo Tobi. Einen wunderschönen Tag in die Runde. Ja, möchtet ihr euch kurz nochmal vorstellen, weil es ist ja schon eine Weile her. Chloe, hast du irgendwelche Dinge, die du bewerben willst, Dinge, die du machst, irgendwas, worüber du sprechen möchtest? Tatsächlich nicht. Also ich kann mich gerne mal kurz vorstellen. Also ich bin die Chloe. Ich bin die Cousine von Jonas und wohne jetzt seit 4 Wochen circa in wunderschönen Köln und studiere hier. Genau. Yay! Und wir wünschen dir alles Gute dafür. Vielen, vielen Dank. Ja, Tobi, du kannst ja einige Formate aufzählen. Ja, also ich mache schon seit längerem oder am längsten den To Read or Not to Read Podcast, wo ich Bücher vorstelle. Passt ja hierzu. Mit dem Ole zusammen mache ich so den Blathering, Laber-Podcast. Die anderen Projekte ruhen im Moment ein bisschen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ich mache im Moment öfter so Streaming-Geschichten auf Twitch. Also da geht es um alle möglichen, eher nerdischen Themen. Vor allem viel Lego und solche Dinge. Das ist immer sehr unterhaltsam. Guckt dazu, wenn ihr könnt. Das macht Spaß. Und der Blathering ist eine hervorragende Einschlafhilfe. Das ist in der Podcast-Bubble bereits etabliert. Das und kann ich als Autofahrer nicht bestätigen. Dachte ich auch gerade. Gut, wollen wir anfangen. Wie gesagt, wir haben einen Bachmann vor uns liegen und niemand hätte gedacht, dass wir noch mal einen Bachmann kriegen. Flo, kannst du uns eine zeitliche Einordnung geben? Ja, ich meine, wir wissen ja alle, dass Richard Bachmann tot ist. Und wir als King-Leser wissen auch, Tote kommen manchmal wieder. So 10 Jahre nach seinem Tod ist Regulator aufgetaucht. Und jetzt plötzlich im Jahr 2007 ist ein weiterer Bachmann aufgetaucht. Die Geschichte dieses Buches im Original Place geht weit zurück, denn King hat, nachdem er Carrie veröffentlicht hat, seinem Agenten 2 Bücher gegeben, 2 Manuskripte. Das eine war Place, das andere war Salem's Lot. Und naja, der Rest ist Geschichte. Place ist dann in einer Pappbox gelandet und diese Pappbox ist in der Universität von Maine gelandet, mit anderem Material, das der King archiviert hat. Und es gab auch einige Leute, die da Zugang zu hatten. Zum Beispiel Stephen Spinazy, der hat das Buch geschrieben, The Lost Works of Stephen King. Und der hat in diesem Buch auch Place sehr detailgetreu beschrieben und hat geschrieben, das fühlt sich an wie ein Bachmann-Buch. Ja, King war jetzt nicht so begeistert von diesem Buch. Er fand es sehr melodramatisch. Aber dann irgendwann in den frühen 2000ern hat er sich es nochmal angeguckt und es war gar nicht so schlecht, wie er es in Erinnerung hatte. Er hat es dann so ein bisschen überarbeitet, wie er das ja auch vorher schon mit zum Beispiel Schwarz gemacht hat. Er hat gesagt, er hat so ein bisschen die Sprache ein bisschen angepasst, dass sie nicht mehr so ganz over the top ist. Und dann war er eigentlich auch ganz zufrieden und hat gedacht, ja, das wäre doch ein Buch, das ich als Bachmann-Buch veröffentlichen könnte. Und das hat er dann auch getan. Ja, ist es ein Bachmann-Buch? Lohnt es sich? Hätte es besser in der Kiste bleiben sollen? Das werden wir heute diskutieren. Und Jonas erzählt uns jetzt mal, worum es in Place oder im deutschen Qual geht. Ja, in der
Geschichte gibt es wieder zwei Erzählebenen und es geht um den kleinkriminellen Blaze. Die Hauptebene erzählt von dem erwachsenen Blaze in den 80ern und in den Rückblenden wird von seiner Kindheitsgeschichte an erzählt, bis kurz vor dem Zeitpunkt, an dem die Geschichte dann beginnt. Ich versuche das jetzt mal so einigermaßen in eine chronologische Reihenfolge zu bekommen. Blaze erleidet als Kind einen Hirnschaden, nachdem sein alleinerziehender Vater ihn mehrmals hintereinander die Treppe hinuntergeworfen hat und ist seitdem geistig behindert. Er landet dann schließlich in einem Waisenhaus und dort erhält er immer wieder Prügel von Mitschülern, aber auch vor allem von dem Direktor Martin Koslov. Vor allem auch, weil er Probleme beim Hochrechnen hat und dieser Mensch meint, Mathe ist furchtbar wichtig. Ja, nach einigen weiteren Zwischenspielen dort und einer Fast-Adoption, die in letzter Minute quasi daneben geht, verprügelt der inzwischen über 2 Meter große und kräftige Blaze den Direktor, weil er ihm die Schuld an dem Tod seines besten Freundes gibt. Er wird dann zu 2 Jahren Haft verurteilt. Und nach der Haft hält er sich mit Aushilfsjobs über Wasser und macht bei kleineren Gaunereien mit Leuten, die er im Gefängnis kennengelernt hat und so. Schließlich lernt er George kennen, mit dem er etwas durchdachtere Grubs und Trickbetrügereien durchführt. George ist für Blaze wie ein Freund, wie er ihn seit dem Waisenhaus nicht mehr hatte. Für George ist Blaze wie ein Werkzeug, das man immer gut behandelt und pflegt, aber ich glaube, so ein richtig Freund auch nicht. Und nachdem George einmal wieder aus dem Gefängnis kommt, hat er den Traum von dem einen großen Ding, das er drehen will und sich dann zur Ruhe setzen möchte. Und dieses Ding soll die Entführung von dem Baby John Gerard im 4. sein. Allerdings stirbt George vorher, weil er beim Kartenspielen erstochen wird. Blaze vergisst immer mal wieder, dass George tot ist und bildet sich ab und zu ein, er wäre noch da und hört ihn auch, sieht ihn aber nicht. Aber er beschließt dann trotzdem die Entführung alleine durchzuziehen. Dabei geht eine ganze Menge schief, aber er bekommt zumindest das Kind in seine Gewalt. Allerdings hat er entwickelt eine so große Zuneigung zu dem Kind, dass er es dann schließlich behalten möchte. Es dauert auch nicht allzu lange, dann kommen Polizei und FBI ihm auf die Stiche. Blaze muss fliehen. Er versteckt sich erst in dem alten, inzwischen leerstehenden Waisenhaus und anschließend in einer Höhle ganz in der Nähe, aber auch dort wird er aufgespürt. Er versucht dann weiter zu fliehen und wird auf der Flucht erschossen. Und Baby Joe kommt wieder zu seinen Eltern. Und im Großen und Ganzen war's das. Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Sehr gerne. Ich hätte folgenden Vorschlag. Die Diskussion, ob das jetzt ein Bachmann ist oder nicht, würde ich persönlich ganz gerne ans Ende schieben. Stimmt ihr mir dazu? Ja, gerne. Ja. Okay. Ja, wie war denn euer erster Eindruck zu diesem Buch? Ich fange mal mit Chloe an. Also ich fand, es las sich ziemlich flüssig. Also ich habe es in relativ kurzer Zeit gelesen. Und ich fand das Character Building eigentlich ziemlich cool. Also ich fand diese Sprünge zwischen Blaze als Junge quasi und Blaze als Erwachsener eigentlich ganz cool. Und mir ist Blaze sogar irgendwie innerhalb der Geschichte ziemlich sympathisch geworden, muss ich sagen. Also es war einer der, was Kings Bücher angeht, der sympathischsten Charaktere, fand ich sogar. Okay. Tobias, wie ging's dir? Mir ging's eigentlich genauso. Ich habe das Buch wirklich auch sehr zügig gelesen und fand's unheimlich spannend. Und dieser Wechsel, das macht King ja gerne, dass er so mehrere Erzählstränge aufmacht und dann immer hin und her wechselt, das hat mich auch sehr gut bei Laune gehalten. Flo, wie stehst du zu der ganzen Sache?
Ja, ich habe es jetzt auch zum zweiten Mal gelesen. Und ich habe mich an das erste Mal noch erinnert. Da habe ich es auch sehr schnell durchgelesen und habe aber wieder sehr viel vergessen, muss ich sagen. Und es liest sich wirklich gut. Es ist ein schöner Happen. Es ist Fast-Food-Literatur. Also schreiben kann der Mann ja, das muss man ihm lassen. Aber ich glaube, ich werde auch wieder viel vergessen, sehr schnell. Also es ist definitiv nicht schlecht, aber es bleibt einem, oder mir zumindest, nicht im Kopf. Bin ich bei dir, auf jeden Fall. Ich habe das Problem gehabt, ich bin unter falschen Vorzeichen an dieses Buch rangegangen. Jetzt muss ich das schon ein kleines bisschen wegnehmen. Ich wusste, es soll ein Bachmann sein. Und ich habe es unter Maßstäben eines Bachmanns-Buchs gelesen. Und das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Hätte ich das nicht gewusst, hätte ich vielleicht einen unvoreingenommeneren Blick an die ganze Sache gehabt. Warum, wie gesagt, will ich dann später ausführen. Aber ich glaube, das war tatsächlich bei mir ein bisschen der Fehler. Was ich euch noch fragen wollte, welche Version habt ihr gelesen? Beziehungsweise habt ihr es gelesen oder gehört? Ich habe es gehört. Und da gibt es, glaube ich, nur eine Version auf Deutsch. Okay. Weil ich habe die Hörbuchversion, aber ich hatte die englische. Und weil ich bei dir immer mal so ein bisschen mitgehört habe, habe ich tatsächlich für mich so festgestellt, dass der Leser ganz entscheidend die Stimmung des Buches für mich beeinflusst hat. Wie sieht's mit euch anderen aus? Also ich habe es auf Deutsch gelesen. Und habe mehrfach die Krise gekriegt, ob der Übersetzung. Okay. Also da sind so einige Sachen, wo ich echt mit dem Kopf geschüttelt habe. Hm. Und Chloe, du? Dem würde ich auch zustimmen. Ich habe es auch auf Deutsch gelesen und ich habe es dann ein bisschen bereut, es nicht auf Englisch gelesen zu haben, weil ich direkt gemerkt habe, okay, so manche Übersetzungen, die sind irgendwie, die passen entweder gar nicht oder klangen für mich total komisch. Hm. Flo? Ja, ich habe es auch auf Deutsch gelesen und ja, wir sind leider momentan in einer Phase, in der die Übersetzungen Probleme hatten. Wir hatten das ja bei Love auch schon, dass da so einige Sachen etwas merkwürdig übersetzt waren. Das fällt auch in diesem Buch wieder sehr auf. Hm. Jonas, dich hatte ich jetzt noch nicht nach deinem ersten Eindruck gefragt. Wie ging es dir denn damit? Mir war Blaze auch ziemlich schnell sehr sympathisch. Ich fand den nett und der macht halt ja viele Dinge aus Gewohnheit und wie er es halt gelernt hat oder aufgeschnappt hat und ja, doch, er war halt so ein unbedarfter Kerl und das ja, fand ich schön und ja, ansonsten die Geschichte war ja, gut beschrieben und so, auch nicht vollkommen abstrus oder sowas. Hat mir gefallen, auch diese ganzen Rückblicke, die ein bisschen Hintergrund dann gebildet haben zu seiner Geschichte und allem. Das war schön. Hat alles in allem ein guter erster Eindruck. Bei mir war halt das Problem, ich habe für die Charaktere echt wenig Gefühl gekriegt. Ja, ich habe für Blaze schon ein bisschen Mitgefühl empfunden. Gut gefallen hat mir tatsächlich die Beziehung, die er dann zu dem Kind aufbaut. Das fand ich echt schön. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das Buch möchte, dass ich das Thema George viel ernster nehme, als ich es getan habe. George lief bei mir irgendwie so als Störfaktor unterm Radar nebenher. Wie ging es euch damit? Meinst du jetzt den realen George oder den eingebildeten oder ich beide? Ich glaube beide. Weil den Real-George, den lernen wir ja wirklich nur in einem Kapitel im Prinzip kennen. Ja gut, also sympathisch sollte der einem nicht unbedingt werden. Nee, aber er war mir einfach unwichtig. Er war für mich Beiwerk. Und ich hatte immer das Gefühl, das Buch möchte gerne diese Verbindung zwischen George und Blaze, dass ich die für viel wichtiger erachte, als sie für mich war. Tatsächlich ging es mir so ein, also es ging mir schon ähnlich. Ich fand, dass George da ja eben ja so ein witziger Charakter auch sein soll und immer diese Sprüche bringt, konnte ich ihn auch nicht so ganz ernst nehmen oder
beziehungsweise in der Beziehung zu Blaze nicht so ganz ernst nehmen wie zum Beispiel John. Ich fand, die Freundschaft zwischen John und Blaze hat sich irgendwie, da fand ich viel greifender als jetzt die Freundschaft zwischen George und Blaze. Vielleicht auch, weil man es eben nicht oder kaum wirklich mitbekommen hat, sondern ja eigentlich fast nur Stellen hatte, wo George ja schon gestorben war. Ich glaube, dass hier widerspricht er dem Prinzip Show, Don't Tell. Wir kriegen immer nur erzählt, wie eng die Beziehung zwischen den beiden war. Wir kriegen es aber nicht wirklich mit. Und deswegen hat George für mich jetzt auch nicht so wirklich funktioniert. Und ja, der eingebildete George, ja, der war für mich eher so ein Gimmick. Das ist so die Stimme im Kopf. Oder nein, man kann nicht vom Gewissen reden, weil wenn das das Gewissen ist, wäre das ein echt schlechtes Gewissen. Aber ja, sowas in der Art. Das ist halt für mich die Frage, kennt ihr das Prinzip? Also ich behaupte ja immer, ich habe ein ausgelagertes Gewissen. Ich habe quasi tatsächlich eine Person, zu der ich hinlaufen kann und sage, Problemstellung A und B, sag mir, was ich tun soll. Das heißt nicht, dass ich das tue, aber das Gewissen ist ausgelagert. Und ich habe das relativ selten, dass ich Stimmen in meinem Kopf höre, die mir kluge Ratschläge geben. Aber das konnte ich schon nachvollziehen. Dieses Ding, dass George für ihn eine Sicherheitsleine ist. Das kenne ich auch und das verstehe ich auch gut. Ich glaube aber, es hätte besser funktioniert für mich, wenn man mehr von George und Blaze, also wenn beide noch lebendig sind, erlebt hätte. Ja. Oder wir einfach mehr Vergangenheit von beiden gekriegt hätten. Genau. Jonas? Also für mich war es relativ schnell klar, dass George halt die eine Bezugsperson war, die er in den letzten Jahren hatte. Und dass er halt versucht, das irgendwie selbst auszugleichen. Weil George ist nicht mehr da, also denkt er quasi immer drüber nach, was hätte George getan? Weil George hat ihn halt auch an so simple Sachen erinnert, wie hier, wechsel doch endlich mal deine Unterhosen oder sowas. Und ja. Ja, dass halt George nicht als Person ihm so sehr fehlt, vielleicht auch, aber vor allem als Funktion. Aber in dem Aspekt hätte ich es persönlich sogar schöner gefunden, wenn es George als Person, als lebende Person nie gegeben hätte. Wenn er quasi die funktionale Seite von Blaze wäre, so wie so ein Fantasiefreund, sag ich mal, der seine funktionalen Funktionsgeschichten aufrechterhält. Das hätte ich persönlich irgendwie witziger gefunden. Ja, aber woher hätte er dann diese Funktion haben sollen? Dass irgendwo ein, ich sag mal, es klingt jetzt so, ein klar denkender, nicht behinderter Teil in ihm drin versteckt ist, das, ja, weiß nicht, das. Nö, aber das hätte ja quasi eine Alternativversion von seinem Jugendfreund sein können oder sowas. Grundsätzlich ja, aber dafür war das zu ausgeklügelt. Dafür hat er mit George zu viel, ich sag mal, Erwachsenenkram mitgemacht. Ja, okay, das stimmt, ja. Also ich glaube, er brauchte halt, nachdem John weg war, einen weiteren, erwachseneren Begleiter ich weiß nicht mehr, wie ich ihm das Wort genannt hatte. Eine Bezugsperson, die ja wirklich sehr stark mit ihm verbunden ist und die ihm ja hilft, mit der er viel erlebt und mit der er dann auch, ja, oder von der er lernen kann, sag ich mal. Hilft mir nur ganz kurz auf die Sprünge. Die heißen beide John, sein Jugendfreund und das entführte Baby, oder? Das ist Joe. Joe, genau. Joe, okay. Ja, stimmt. Okay. Gut. Was mir sehr aufgefallen ist, aber das wird euch nicht so gehen, weil ich habe jetzt den direkten Vergleich zwischen der deutschen und der englischen Hörbuchversion. Die Verbindung von Blaze und George hat für mich ganz, ganz entschieden geschwankt, je nachdem, welche der beiden Hörbuchversionen ich gehört habe. Weil in der englischen
ist George zwar immer noch ein abusive Arschloch und manipulativ und all das, aber er ist glaubhafter in seiner Art. Im deutschen Hörbuch fand ich sehr krass, dass George für mich sehr viel aggressiver gewirkt hat. Und ich glaube, das hat tatsächlich meine Lesart dieser Beziehung extrem geprägt. Weil es für mich sich in der Englischen wirklich wie eine halbwegs vernünftige Freundschaft gelesen hat. Und in der Deutschen halt überhaupt nicht. In der Deutschen kam wirklich nur diese, ja, George braucht halt einen Schlägertypen in seiner Truppe und deswegen gibt er sich mit Blaze ab. Aber wie habt ihr diese Beziehung gelesen? War das für euch irgendwas Echtes oder war das für euch einfach nur eine Zweckbindung? Ich weiß nicht, habt ihr Steinbeck gelesen von Menschen und Mäusen? Ja. Ich nicht. Auch nicht. Also, ich auch nicht. Kurz, da geht's. Es geht um einen Mann namens passenderweise George. Und seinen Freund Lenny. Lenny ist sehr groß, stark und auch geistig behindert. Und die beiden ziehen halt als Wanderarbeiter durchs Land und George beschützt ihn so, ist aber auch ein ziemlich zynischer Typ. Das hat mich sehr an diese Geschichte hier erinnert. Ich fand schon, dass Freundschaft da ist, auch wenn, gut, ich habe jetzt das Englische nicht gelesen, es kam schon ziemlich hart rüber, teilweise im Deutschen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das im Englischen anders sich anders darstellt. Aber ich denke schon, dass George Blaze ja sehr freundschaftliche Gefühle entgegengebracht hat. Er kann oder will das nur nicht zeigen. Okay, mhm. Das glaube ich tatsächlich auch. Ich war mir am Anfang, als George quasi nur diese Halluzination war, auch nicht so ganz sicher, okay, mag der den überhaupt? Betrachtet er Blaze wirklich als Freund? Aber dann, als die Stellen kamen, wo beschrieben wurde, wie die ihre kleinen Tricks da ausführen, da zum Beispiel im Hotel oder wo das im Kleidungsgeschäft oder so, da hat man schon gemerkt, okay, die beiden ergänzen sich schon irgendwie. Also Blaze ist zum Beispiel der, der dann ganz gut schauspielert und ganz gut auch so aggressiv machen kann. Und George dann der gerissene Teil. Also sie ergänzen sich irgendwie, sind halt auch, was man auch durchgängig im Buch merkt, einfach zwei komplette Gegensätze, die sich aber komischerweise trotzdem anziehen. Ja, und ergänzen, ja. Also für mich war an einem Punkt ziemlich klar, dass für George das Ding mehr eine Zweckbeziehung ist oder zumindest keine hauptsächlich freundschaftliche. Und zwar, als er dann ins Gefängnis musste und George gesagt hat, hier, halt dich mal von dem und den fern und geh am besten auch nicht mehr in dieses Café, in dem du immer bist und halt dich da von den Leuten fern. Also er ist nicht mehr da und er will auch nicht, dass jemand anderes ihm sein Monopol wegnimmt. Genau. Das kennt man ja von, ich sag mal, aus toxischen Beziehungen auch anderweitig, dass man das soziale Umfeld quasi abkapselt. Und genau das ist hier ja auch passiert. Das finde ich lustig, weil genau diese Szene wäre für mich genau der Beweis fürs Gegenteil. Da habe ich auch gerade überlegt, ja. Weil für mich war das eine Szene, okay, ich muss jetzt in Baum, mir ist das selber nicht wohl dabei, weil ich weiß, du bist jetzt für die nächsten 2 Jahre oder so auf dich allein gestellt. Und die anderen Typen werden dich benutzen, genauso wie ich dich benutze. Und da macht er ja auch keinen Hehl draus, dass er ihn benutzt. Aber die anderen werden mit Sicherheit nicht die Sorgfalt dabei walten lassen wie ich. Und die werden dafür sorgen, dass du hochgehst in irgendeiner Form. Also für mich war das, dass er gesagt hat, halt dich von den anderen beiden fern, eher ein Schutzding als ein Isolationsding. Ja, in meinem Kopf war es ein, ich beschütze dich, damit du noch da bist, wenn ich rauskomme. Aber hätte er ihn wirklich, also braucht er ihn wirklich so dringend, weil wenn es wirklich nur um den Schlägertypen geht, ich glaube, da lernt er am Knast im Zweifelsfall bessere Leute kennen auch. Nee, ich glaube, es geht nicht um den Schlägertypen, sondern um jemanden,
der ihn nicht in Frage stellt. Okay, das ist ein Punkt. Das kann ich akzeptieren. Ja, vielleicht auch so ein bisschen Besitzansprüche. Aber ich habe es auch eher so wie Dela gelesen. Das wird langsam gruselig mit uns, Flo. Ich glaube, wir müssen diesen Podcast umstellen. Wir stimmen uns einander zu oft zu mittlerweile. Ja, das geht nicht. Ich überlege mir mal was. Soll ich die Aufnahmen stoppen oder machen wir weiter? Nein, aber also, ich muss wirklich sagen, dass die Beziehung, da bin ich mir bis heute noch nicht einig, wie ich die empfinde. Aber die Tatsache, dass sie mich verwirrt, spricht ja schon mal dafür, dass die Beschreibung nicht ganz schlecht war. Ja. Und da möchte ich vielleicht gleich ein Zitat einfließen lassen. Und das ist halt in meiner Sozialisierung das Romantischste, was du einem Menschen so sagen kannst. Wir hatten nicht immer drei Fluppen am Tag, aber wir hatten immer wenigstens eine. Und ich glaube, das ist ein Punkt, weil das ist halt genau dieses. Ja, wir sitzen halt hier im Dreck, wir wissen beide, dass wir hier im Dreck sitzen. Aber hab keine Angst, ich werde zumindest dafür sorgen, dass du nicht komplett absäufst. Und das ist für mich eine Freundschaftsbekundung. Und zwar eine ziemlich ehrliche. Und wahrscheinlich so ehrlich, wie George überhaupt in der Lage dazu ist. Ich muss dazu sagen, sie kam aber in einer Situation, wo er versucht hat, ihn emotional zu erpressen. Von daher ist es wieder schwierig. Aber ja. Ja, es... Ich glaube, die Grenzen, das sind auch verschwimmt, weil wenn man mit jemandem immer viel Zeit verbringt, dann klar entwickelt man da auch eine gewisse Zuneigung. Und ich glaube nicht, dass George so kalt und abgebrüht war, dass er ihn wirklich ausschließlich als Mittel zum Zweck gesehen hat. Wollen wir mal über die andere Freundschaft reden, die Blaze in seiner Karriere noch haben wird? Und das ist diese Kinderfreundschaft zu, und jetzt müsst ihr mir den Namen nochmal sagen. Joe. John. Ich meine, es ist John, ich bin mir sehr, sehr sicher. Ja, ich hab's auch so im Kopf. Er ist John und das Baby ist Joe. Richtig. Aha, Namen. Joe, John, George. Weil ich muss halt sagen, diese Rückblickszenen, die haben für mich sehr gut funktioniert, haben aber, also als Einzelne, hätten wir nur einen Vergangenheits-Blaze oder nur einen Zukunfts-Blaze gehabt, wäre das gut gewesen. Im Zusammenspiel fand ich es persönlich schwierig. Aber weiß nicht, wie steht ihr dazu? Ich war gerade abgelenkt, weil ich nochmal nach dem Namen geguckt habe. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Wie ihr diese Einflechtung überhaupt fandet mit der Vergangenheit von Blaze? Ich habe persönlich Spaß daran gehabt, dass wir wirklich bis zu dem Zeitpunkt gehen, wo George dann stirbt. Das hat mir gut gefallen, dass er das tatsächlich zu Ende gebracht hat. Aber generell haben mich diese Rückflüge in die Vergangenheit ein bisschen rausgebracht. Wären die einzeln gewesen für sich, und das wäre das Buch gewesen, wäre das voll okay gewesen. Wäre die Gegenwart das Buch einzeln gewesen, wäre das auch okay gewesen. Aber durch diese Vermischung kam ich immer ein bisschen raus. Ja, aber das ist ja, sag ich mal, eine, wie ich schon sagte, von King bekannte Vorgehensweise. Wir machen mehrere Handlungsstränge, entweder mehrere zeitlich gleichzeitig passierende, so wie eben in Der dunkle Turm, oder halt sowas mit permanenten Rückblicken. Also das ist ja irgendwie etwas, was ich persönlich sage, ist ja eine bekannte Vorgehensweise. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und ich fand sie eigentlich gut, weil so war man immer wieder gespannt, wie geht's in dem Gegenwartshandlungsstrang weiter. Und dann ging es wieder zurück in die Vergangenheit, und da wollte man ja auch immer wissen, wie es weitergeht. Also das hat für mich die Spannung hochgehalten. Und der Spannungsbogen hat halt für mich in der Vergangenheit überhaupt nicht funktioniert. Das waren schöne Momentaufnahmen, aber es hat für mich kein Bedürfnis geweckt, in die Vergangenheit weiter zu forschen. Ja, ich fand tatsächlich den quasi die Vergangenheits die Vergangenheitserzählungen über Blaze jetzt auch nicht wirklich spannend, aber ich fand, sie haben den Gegenwarts-Blaze so ein bisschen ergänzt in seinem Charakter. Und das hat dann auch ein bisschen erklärt für mich, warum er wie gehandelt hat,
warum er gerade so fühlt. Oder er hat ein bisschen erklärt, wie warum er so entscheidet, wie er entscheidet. Ja, okay. Ja. Ja, ich fand auch, es war halt so häppchenweise Hintergrundinformationen. Und das hat mir hier eigentlich ziemlich gut gefallen. Besser als in anderen Büchern, ja. Ja. Naja, wollen wir ein bisschen in die Handlungsebene gehen? Ich muss dazu sagen, ich weiß ehrlich gesagt bei dieser Folge wirklich wenig, was ich mir aus den Fingern saugen soll. Weil, Flo, du gibst mir sicherlich recht, rein inhaltlich ist es eigentlich echt substanzlos, oder? Ja, es ist eine klassische, ich würde sogar einfach sagen, Groschenroman-Krimi-Story. Und da habe ich schon bessere Groschenromane gelesen. Es ist so ein bisschen Lindbergh-Baby, ein bisschen von Menschen und Mäusen, Mäusen und Menschen. Und ja, es gibt von der Geschichte nicht viel her. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber inhaltlich ist es halt kein komplexer Thriller mit zig Ebenen, sondern es ist geradlinig, auch wenn es durcheinander erzählt ist. Genau. Wie gesagt, wir fangen an mit Blaze als Junge, also wir fangen nicht an, aber chronologisch fangen wir an mit Blaze als Kind, der eigentlich ganz hoffnungsvoll ist, der auch jeden Tag sich ein Buch aus der Bibliothek mitnimmt und damit auch sehr zufrieden ist. Das fand ich ja ganz sympathisch. Wir haben also quasi wieder den Ansatz aus der letzten Folge, das begabte Kind, das aber unter beschissenen Umständen aufwächst, nur dass er eben nicht das Glück hat, einen Rückzugsort zu haben und deswegen diese Misshandlung erleidet, wegen der er dann letzten Endes mit dieser geistigen Behinderung am Ende rauskommt. Da saß ich halt noch da und hab geistig mit den Schultern gezuckt. Das ist schlimm, das ist alles ganz, ganz böse und alles. Aber es hat nicht unbedingt geholfen, mir da jetzt irgendwie viel Empathie zu vermitteln. Weil es eben so ein Abziehbild ist von den Charakteren, die King oft schreibt, habe ich so den Eindruck gehabt. Aber wie hattet ihr denn so das Gefühl für den jungen Blaze? Ja, mich hat das, also ich muss das vielleicht jetzt mal für Chloe und für die Hörer, die mich nicht kennen, sagen, damit das der Kontext klar ist. Meine Frau und ich haben 3 Kinder und der mittlere Sohn ist mittlerweile verstorben und war zeit seines Lebens von Geburt an schwerst mehrfach behindert. Das heißt, das Thema Kindbehinderung ist mir vertraut und da hatten wir natürlich auch viel Kontakt zu anderen Eltern mit behinderten Kindern und da gab es tatsächlich einen ähnlichen Fall, wo wirklich ein Kind durch einen unabsichtlichen Unfall quasi erst kerngesund war und dann durch einen Unfall, wo wirklich der Kopf und damit das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dann eine leichte geistige Behinderung hatte. Und daran hat mich das natürlich erinnert. Und das war natürlich, King hat sich das hier, glaube ich, so ein bisschen überlegt, um diesen Charakter zu schaffen, um diesen besonderen Charakter zu schaffen, der auf der einen Seite körperlich so überdimensional ist und auf der anderen Seite geistig so unterdimensional. Ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an, ich weiß jetzt nicht, wie der Charakter heißt, aus The Green Mile, was ja auch ein großer Mensch, körperlich über alles überragend und geistig aber irgendwie anders drauf. Und ja, ich glaube, es ging ihm nur darum, so einen Charakter zu erzeugen, der diese besonderen Eigenschaften hat. Eben wie, ich glaube, Flo sagte, für den einen war ein Werkzeug oder wie so ein, wie ein treuer Hund, der halt loyal dem gegenüber ist, der ihn gut behandelt und für den dann eben da ist. Ich habe halt persönlich, also ich schreie ja regelmäßig rum, wenn King behinderte Menschen schreibt. Na, das hatten wir in Desperation, stimmt nicht, in Regulators hatten wir es ganz schlimm. Da habe ich ganz fürchterlich geschrien. Ich musste ganz fürchterlich schreien bei Dreamcatcher. Und ich muss sagen, hier musste ich nicht schreien. Das werte ich schon mal als Fortschritt. Andererseits muss ich halt sagen, das, was sich bei Blaze als Behinderung geäußert hat, war so dezent beschrieben, dass es auch einfach mit, ich weiß nicht, wie ich das nicht ablesen, durch ausdrücken soll, nicht mit normaler
Trotteligkeit und wie gesagt, ich weiß, es ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, zu erklären wäre. Also dafür, für sein Verhalten braucht man, glaube ich, keine geistige Behinderung. Versteht ihr ungefähr, was ich sagen will? Ich weiß, ich bin auf sehr dünnem Eis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, vor allem, weil mich sein Verhalten ab und zu mal auch an mich selbst erinnert hat. Also ja. Ich meine, dieses Ding, ich raube eine Tankstelle aus und vergesse, eine Maske aufzuziehen. Mir fallen jetzt spontan in meinem Freundeskreis 12 Menschen ein, denen das so passieren würde. Aber nicht, weil sie eine geistige Behinderung haben, sondern einfach, weil sie 3000 Dinge gleichzeitig im Kopf haben und das Unwichtigste ist. Ich verstehe es tatsächlich auch. Ich habe auch das gar nicht so wahrgenommen. Erst bis es dann eine Situation in der Schule gab, ach, die Mathe-Situation, da dachte ich, okay, hat einfach nur, in Anführungszeichen, eine Lernschwäche und ist sonst halt einfach manchmal ein bisschen verwirrt. So, aber ich habe es wirklich nicht als geistige Behinderung wahrgenommen über das Buch. Jetzt ist die Frage, finden wir das gut oder finden wir das doof? Weil, wie gesagt, einerseits, ich muss nicht darüber schreien, andererseits claimt er, es wäre eine geistige Behinderung und er scheut davor, die in all seiner Implikation darzustellen. Ich bin mir uneinig. Naja, das Problem ist ja, es gibt halt Behinderung von bis. Also ich persönlich habe immer ein Problem damit, wenn so erzählt wird, ja, dieser Mensch mit Down-Syndrom hat diese tolle Sache geschafft. Und weil ich gerade auch eben aus persönlichen Kontakten weiß, dass Down-Syndrom geht von wirklich, ja, 0 bis 255, um es mal nerdisch auszudrücken. Und ja, und hier ist es halt auch so, wo ist er irgendwo in so einem Spektrum? Klar, er hat manchmal Probleme, sich an Sachen zu erinnern, er hat große Probleme mit dem Rechnen, ja, das haben viele Menschen und dann nennt man das halt Dyskalkulie, aber würde nicht gleich sagen, dass das eine Behinderung ist. Das ist immer die Frage, wo fängt es an, wo hört es auf und vor allen Dingen, wann entsteht ein Leidensdruck dadurch? Er kommt ja einigermaßen in seinem Leben gut klar. Genau. Ich will das auch an der Stelle nochmal klarstellen. Behinderung in egal welcher Form ist kein Wettbewerb. Punkt. Das lasse ich auch mit mir nicht diskutieren. Das Ding ist, was für mich eigentlich diese Wahrnehmung so gebrochen hat, ist, dass wir ihn am Anfang so etabliert haben als junges, nicht ganz Wunderkind, aber auf dem Weg dahin. Und dann ist die Fallhöhe natürlich anders. Als es ist ein normales Kind, okay, das liest ab und zu mal ein Buch. Und dann tut's das halt nicht mehr. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Ja. Und ich glaube, das war für mich der Punkt, weshalb ich gesagt habe, okay, du wolltest hier das Richtige, aber du hast dich halt nicht getraut, den Weg zu Ende zu denken, weil dann wäre es halt wieder Arbeit gewesen. Hätte er wirklich eine richtig funktionale Schwäche gehabt, die darüber hinausgeht, vielleicht doch täglich die Unterhosen zu wechseln, wo wirklich ein Leidensdruck entsteht, hätte ich das von King als Autor als mutiger empfunden, sag ich mal. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob die Figur dann so funktioniert hätte. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, so eine Art Tom Cullen mit schlechter Kindheit. Ja, genau. M-O-N-D, so buchstabiert man schlechte Kindheit. Jonas, du wolltest gerade Luft holen? Ja, also mich erinnert Blaze tatsächlich an Randy aus der Serie My Name is Earl. Ja, genau. Also der hat im Prinzip keine geistige Behinderung, sag ich mal, sondern er ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein richtiger Ausdruck ist, ich sag mal, er ist einfach gestrickt. Und ja, ich tue mich schwer hier mit. Klar. Ja, wie ich das ausdrücken soll und alles. Aber ob das jetzt eine Behinderung ist oder einfach eine
ja, ich, nee, ich. Aber wie fandet ihr denn generell die Wahl, da einen Charakter zu nehmen, der ein leichtes Impairment hat, nennen wir es mal so, und kein schweres, oder eben einfach einen komplett kognitiv durchschnittlichen Menschen zu wählen? Das ist ja eigentlich die Frage, die dahinter steht. Ja, es ging wohl darum, ihm irgend so eine, ja, kindliche Naivität sollte er halt in den Tag legen und damit vielleicht auch so, ja, so eine Unbedarftheit und auch so eine Unschuld in seinem Handeln. Also, dass er halt eben, dass man ihm eigentlich keine, man käme, glaube ich, nie auf die Idee, ihm irgendwie Böswilligkeit zu unterstellen bei seinem Handeln. Ja, ich glaube, er hat halt in dem, was er tut, kein Schuldbewusstsein. Doch, dass es falsch ist, weiß er. Das ist ihm klar. Er versucht nur innerhalb des Falschen so viel richtig zu machen, wie möglich ist. Ja, okay, da hast du recht. Weil, kommen wir mal weg vom jungen Blaze. Weil diese gelegentlichen Wutausbrüche und so weiter, das ist auch alles, das hat alles nichts mit der Behinderung zu tun. Das sind halt Sachen, in die Ecke getriebener Hund, der Gewalterfahrung hat, der beißt halt zu. Punkt. Das ist für mich nicht zu diskutieren. Also, das hat auch mit seiner kognitiven Fähigkeit für mich nichts zu tun. Vielleicht doch die Tatsache, dass er vielleicht seine Kraft nicht kontrollieren kann. Okay. Aber dieses Schutzbedürfnis und das Bedürfnis, andere zu schützen, das sehen wir ja in ganz vielen anderen Szenen. Das sehen wir zum Beispiel daran, als er diese versuchte Adoption hat und er den einen Typen vermöbelt, der das Mädchen nach der Impfung auf den Arm geboxt hat. Das hat er ja nicht aus Böswilligkeit getan, weil er gesehen hat, da hat jemanden wehgetan, der sich nicht wehren kann. Und das macht man einfach nicht und deswegen muss ich den jetzt ins Achtung stellen. Und ja, vielleicht hat er einfach keine anderen Möglichkeiten, das verbal zu tun oder irgendwie, aber dafür brauche ich keine kognitive Einschränkung. Das hat einfach ein 10-Jähriger, 11-Jähriger nicht, jemanden Vokabular ins Achtung zu stellen. Das, klar, dann haut der dem halt auf die Fresse, wenn er es kann. Und entweder hat seine Lektion halt gelernt oder eben nicht. Also, na, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Aber für mich war diese Thematik, dass der Mensch eine Einschränkung hat, angedeutet, weil wir es gerne angedeutet haben wollen, also wieder Behinderung als Plotpoint. Und das zeigt mich ein bisschen. Und später dann, ja, okay, er ist dieser naive, offene Charakter, dem wir nicht wirklich ein Schuldbewusstsein zuschreiben können. Aber er versteht ja den Unterschied zwischen richtig und falsch. Bestes Beispiel dafür, das Baby kriegt einen neuen Zahn. Und als er dann mit den Eltern spricht am Telefon und seine Lösegeldforderungen da breit macht, sagt er irgendwas wegen, ich habe das Kind gepudert und Windeln gewechselt und alles. Und das hat wohl eure Madame nicht nötig, das Kind zu pudern oder was. Der war ganz wund. Also er versteht grundsätzlich, wie du mit Menschen umzugehen hast. Er hat kein Empathieproblem oder irgendwas. Und er ist damit wieder dieser viel besungene Behinderte, der sehr viel mehr Empathie an den Tag legt als alle anderen. Und das ist halt auch wieder klar, das ist oft so, aber das ist halt ein Trope. Und es ist ein echt billiger Trope. Also ich habe es nicht gesehen, dass er mehr Empathie an den Tag legt als anderen, sondern dass das vielleicht sein herausstechendes Merkmal ist. Ja, habe ich. Dass er trotz seiner kriminellen Aktivitäten und Laufbahn trotzdem ein sehr empathischer Mensch ist. Okay. Chloe? Ja, fand ich tatsächlich auch. Also ich habe immer wieder gemerkt, dass diese Aggressionsmomente getriggert wurden von bestimmten Personen oder von Wörtern oder sonst was. Aber an sich war er ja total lieb und total nett und auch super rücksichtsvoll. Also das hat man ja zum Beispiel bei dem Tankstellenraub gemerkt, an dem er extra keine Kugel in die Pistole gemacht hat, oder als die Freunde von George vorbeikamen und ihn gefragt haben, ey, willst du mit die Tankstelle ausrauben, oder ihn gefragt haben, ob er
bei einer Aktion mitmachen will und der dann extra nochmal gesagt hat, aber ich tue niemandem weh, ich will das nicht. Mhm. Ja. Ich denke auch, dass seine Gefühle jetzt, egal in welcher Richtung, einfach ungefilterter sind. Dass jetzt nicht besonders empathisch ist, sondern dass es einfach mehr rauslässt. Oder auch diese Aggressionsprobleme. Ich will damit eigentlich nur darauf hinaus, wenn wir schon hier wieder ein Impairment reinschreiben müssen, nur damit wir es haben, weil ich finde keinen anderen Grund, warum wir es haben, außer nur damit wir es haben. Warum kann ich nicht endlich mal einen behinderten Bösewichten haben, der aber ein Bösewicht ist, weil er ein Bösewicht ist und nicht, weil er behindert ist? Bei den meisten Situationen, wo wir einen behinderten Bösewicht haben, ist der deshalb Bösewicht, weil er behindert ist. Oder wir haben den Heiligen, weil er behindert ist. Versteht ihr, was mein Problem ist grundsätzlich? Ja, verstehe ich. Schon. Aber ich sehe nicht, dass er ein Bösewicht ist, weil er behindert ist. Nee, aber er ist halt im Prinzip hier wieder der verkleidete Heilige, der zu anderen Umständen gezwungen wird. Nee, für mich ist er einfach ein Kerl, der durch teilweise seine Entscheidung in der Vergangenheit und durch dann den Umgang, den er hatte, unter anderem im Gefängnis und danach, auf die schiefe Bahn gekommen ist. Ja, aber... Und ich sehe ihn halt tatsächlich als relativ leicht beeinflussbar. Ja. Das kommt dazu. Aber ansonsten sehe ich ihn jetzt nicht als als Bösewicht. Als Bösewicht oder als Heiligen oder so. Weil für mich ist halt der Punkt, dass diese Idee, das Kind zu entführen, komplett aus Georges Hirn kommt. Der macht es für mich schwierig. Wäre da eigene Agency dahinter oder eigener Antrieb, dann könnte ich das akzeptieren. Dann könnte ich für mich sagen, okay, er möchte jetzt dieses letzte große Ding machen, meinetwegen auch in Gedenken an George. Dann würde ich das sagen, okay, das ist eine Wahl, das ist eine aktive Wahl. Dadurch aber sein externes Gewissen, in Anführungsstrichen, ihm das befiehlt, mehr oder weniger, und er ist da ja auch sehr nachdrücklich drin, dadurch finde ich es wieder schwierig, weil wir dadurch dem behinderten Charakter wieder seine Agency wegnehmen. Ja, aber ich weiß nicht, ob Place halt, so wie er beschrieben wird, in der Lage wäre, einen so großen Plan zu schmieden. Nee, nicht mal schmieden. Es kann ja sein, dass George den Plan geschmiedet hat. Meinetwegen, das könnte ich akzeptieren. Aber dass er dann sagt, okay, du bist jetzt tot, das ist alles blöd und es tut mir auch echt leid, dass du tot bist, aber ich mach das jetzt trotzdem, weil dann hab ich meinen Ruhestand und in Gedenken an dich ziehe ich dieses Ding jetzt durch. Aber das ist es ja nicht. Es ist ja tatsächlich immer wieder in seinem Kopf die Stimme von Blaze, von George, die ihn dazu drängt, Junge, du musst jetzt aufwachen, Junge, du musst jetzt zu diesem Haus fahren, Junge, du musst jetzt das tun, Junge, du musst jetzt das und das machen. Ja, aber da ist halt wieder die Frage, ist diese Stimme von Place wirklich etwas aus extern oder was Internes von ihm? Ich stelle das zur Diskussion. In Richtung Übernatürliches, aber... Don't get me started. Ja, doch, bitte, dafür sind wir da, weil, wie gesagt, Inhalt hat das Buch nicht, also bitte diskutiert. Also, für mich war es am Anfang eigentlich ganz eindeutig, diese Stimme ist einfach so eine Art alter Ego, ist einfach eine Möglichkeit für Blaze, Zugang zu finden zu Bereichen seines Gehirns, auf die er normalerweise keinen Zugriff hat, die ihn eigentlich auf eben so ein vermindertes Level bringen, dass er Dinge zwar vielleicht mal hört und sieht, aber wieder vergisst. Anscheinend vergisst, aber dann wohl doch nicht. Er kann sich mit Georges Hilfe, durch dieses alter Ego, kann er plötzlich sich an Dinge erinnern, auf Sachen zugreifen, auf die er normalerweise keinen Zugriff hätte. Ne? Das ist ja, wenn George hinter ihr, also gedanklich hinter ihm steht, weil es geht ja schon los,
als er noch im, als George noch lebt im Gefängnis. Mhm. Das kommt in der Handlung erst viel später, dass George quasi hinter ihm steht und ihm Rechtschreibtipps gibt, als er Briefe schreibt. Mhm. Das fand ich so super, ne? Also er kann, er weiß es, aber er hätte ohne George als alter Ego keinen Zugriff darauf. Und als George dann tot ist, ist sicherlich auch eine Art Trauerbewältigung, hilft er ihm halt auch, sich an Sachen zu erinnern. Das wird dann schon so ein bisschen kritisch, als er ihm sagt, du, die Polizei ist ja auf den Fersen. Aber das kann man sich immer noch so erklären, dass Blaze selber ahnt, dass die Polizei ihn auf den Fersen ist. Er hat jetzt Scheiße gebaut, er weiß unbewusst, er hat einen Fehler gemacht. Genau, so. Und deswegen finde ich das so komplett überflüssig. Und das hat mich echt, und das, da muss man eine Menge tun, um das zu erreichen. Es hat mich echt wütend gemacht, auch im Gefängnis, die Geschichte mit den Zehen. Mhm. Weil das ist der Punkt, wo dann plötzlich gesagt wird, ja, es ist was Übernatürliches. Und das hat mich total geärgert, weil das war aus meiner Sicht, so mit meinem Erklärungsansatz, war es absolut überflüssig. Und ich wollte noch fragen, ihr sprecht immer davon, ist es ein Bachmann, ist es ein King, ob da irgendwo die Definitionsgrenze genau. ist. Genau, genau da ist die Grenze. Genau das ist der Punkt an der Grenze, wo es bei mir zerbrochen ist. Ja, und das ging mir auch so. Ja, ja, ich hatte auch Probleme, aber mit der Definitionsgrenze. Wir hatten Bachmann ja auch Regulator und der Fluch. Also das war ja, aber Fluch kannst du mit Aberglaube und selbstverfüllender Prophezeiung erklären. Und Regulator war Schrott. Ja, absolut. Also, ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon bei das Mädchen. War das jetzt was Übersinnliches oder nicht? Und ja, also ich hätte es nicht gebraucht. Das stört das Buch. Es ist für mich eher so eine Hardboiled-Krimi-Geschichte, auch wenn es auch hier problematisch ist, das so einzuordnen, aber das Übernatürliche hat hier keinen Platz in dieser Geschichte. Das wirkt wie ein Fremdkörper. Und für mich, aber in meinem Erklärungsmodell, hätte es trotzdem nicht mal das Übernatürliche gebraucht. Für mich war das einfach, ich meine, er kennt George jetzt seit, ich habe keine Ahnung, ob wir einen Zeitraum definiert haben, aber sagen wir mal 10 Jahren. Und natürlich, wenn ein Mensch dich über 10 Jahre lang mit seinen Verhaltensweisen und so weiter beeinflusst, dann kommt da im Prinzip was an. Dann ist das aber trotzdem eine Beeinflussung und nicht du selber. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Also die Tatsache, dass das die Idee von George ist, heißt halt nicht, dass es einen übersinnlichen George braucht, um ihn in die Richtung zu schubsen. Aber dann ist es halt immer noch nicht seine Initiative. Gut. Wo ich sagen muss, wo ich sehr viel Spaß hatte, sind halt diese kleinen winzigen Szenen. Zum Beispiel die Szene, als er als Vorbereitung auf die auf das Kidnapping in den Möbelladen geht. Und ich mochte das, wie dieser riesige, tollpatschige Kerl in diesen Möbelladen geht und Dinge kauft und die Verkäuferin plötzlich von, oh Gott, der macht mir Angst, zu, oh Gott, ist der niedlich, wechselt. Und dann aber natürlich sofort, sobald der erste Verdachtsmoment aufkommt, nachdem die Ermittler nach ihm fragen, da sofort wieder umschwenkt in, ja, der kam mir von Anfang an komisch vor, wechselt. Das war eine Szene, die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wie ging's euch? Also ich fand's für Blaze-Verhältnisse erstaunlich pfiffig, wie er es hingekriegt hat, ohne Verdacht als der er ist, die Babysachen zu kaufen. Also sagen, ich glaube, was weiß ich, seine Cousine irgendwie was Verwandtschaftliches hat ein Baby bekommen. Ja, für einen Neffen brauche ich das. Und ich will ihr alles schenken, was man so braucht. Und dann ging ja bei der Verkäuferin auch die Dollarzeichen in den Augen an. Und von da an war die natürlich Servicekraft at its best. Und das fand ich sehr, sehr, sehr geschickt von ihm. Also das fand ich schon sehr pfiffig. Geht vielleicht so in diese Schiene, dass er ja auch schauspielerisches Talent hat und Improvisationstalent in der Situation auch. Ich glaube nicht, dass es am Geld unbedingt liegt. Auch natürlich. Aber vor allem dieser Moment, der ist groß und brutal und ich habe Angst vor dem. Und dann in der nächsten Sekunde, wie er quasi gedanklich dasteht und sagt, oh, guckt mal ein Fröschi, so wie ich bin. Und das war der Moment, wo sie umschaltet.
Weil wäre es nur das Geld gewesen, hätte sie, glaube ich, zuerst sein Checkbuch gecheckt. Das stimmt ja, tatsächlich. Also, ich fand auch, dass es war einer dieser Szenen, wo man Blaze als diesen, wie sie ihn ja auch genannt haben in der Grundschule, den Bären, den süßen Bären gesehen hat. Ja, genau. Genau, er war entweder dieser süße Bär, den man irgendwie einfach nur noch knuddeln wollte, oder er war halt eben in seiner, ich sag mal, eher aggressiveren Phase, wo man ja dann Angst vor ihm hatte, wie es eben bei der Verkäuferin auch war. Es war quasi bis zu dem Moment, wo er den Mund aufmacht, diese Geschichte von dem Baby erzählt und seinem schlechten Gewissen, weil er irgendwie, ne, und da war ihr sofort klar, von dem geht keine Gefahr genau aus. Im Gegenteil, von dem geht Geschäft aus. Aber wie gesagt, was ich lustig finde, dass sie tatsächlich sofort auch keine Unehrlichkeit mehr unterstellt hat. Sondern sofort, okay, der meint das ernst, der will Babysachen, ich werf den jetzt zu. Ja, und da muss sie ihm ja auch zum Beispiel die Sache erzählt haben mit diesen Babyflaschen. Das war wieder nämlich so eine Szene mit George, ne, mit seinem alter Ego, dass sie ihm wohl erklärt hat, ja, und dann prüfen sie die Temperatur an ihrem Arm, was er dann wohl wieder vergessen hat. Und George ihm nachher sagt, ja, natürlich testest du es, indem du das an seinem Arm hältst. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie ihm das gesagt hatte. Lustig fand ich an der Stelle, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber wie schön müssen die Zeiten gewesen sein, als man in so eine Babyladen leer kaufen konnte mit den Einnahmen aus einem einzigen Tankstellenraub. Ich glaube, heutzutage bräuchte man 4, oder? Naja, damals war noch mehr Bargeld. Ja, Inflation halt. Aber das fand ich tatsächlich witzig, das war mein Gedanke in dem Moment. Ja, tatsächlich auch. Weil er hatte, ich glaube, so um die $500 und dann dafür halt eine komplette Ausstattung in, ja, ich glaube, sogar der besten Qualität. Genau, ich glaube, heutzutage bezahlst du für einen Kinderwagen schon 1.000 Euro. Das kriege ich für $500 hier, dieses formschöne Fläschchen. Genau. Also ich meine, Tobi, du hast da eher Einblick als wir haben alle keine Kinder, soweit ich weiß. Ja, es ist ja bei uns auch schon eine Weile her, dass wir sowas gekauft haben, aber wie ich eben schon sagen wollte, ne, das finde ich eh so spannend, in welcher Zeit spielt das. Das erfährt man ja erst spät im Buch, zu welcher Zeit es spielt. Und da kann es ja wirklich sein, dass da noch, weil mehr Bargeld im Umlauf war, ich habe keine Ahnung, $300, $400, $500, die er da erbeutet hat, wie der Gegenwert war. Und es ist auch so, in Amerika sind gerade so solche Gebrauchtgüter deutlich günstiger als in Europa. Also da ist meistens Essen relativ, also ne, auf Kaufkraft bezogen, ist Essen relativ teuer und solche Gebrauchtgegenstände, Waschmaschinen, sowas sind relativ billig. Und vielleicht erklärt sich das so. Wie mochtet ihr denn die Beziehung zum Baby? Weil die hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil wir in so einem Nebensatz erwähnen, der jugendliche Blaze hat irgendwann diese Camp-Bekanntschaft geschwängert. Und sie hat tatsächlich ein Kind bekommen, das eben seine Wunderkind-Tätigkeit im Prinzip fortgesetzt hat, von dem er aber nichts weiß. Und jetzt haben wir diesen Sohn in Spee. Und das, muss ich sagen, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, das war, er sieht ja sehr schnell, da ist irgendwie auch eine Stelle im Buch, wo er sieht, dass in diesem Kind ja Potenzial ist. Also, dass dieses Kind noch so, wie er das selber sagt, wie ein ungeschriebenes Buch ist und dass es alle Möglichkeiten hat, sich in alles Mögliche zu entwickeln. Vielleicht im Hinterkopf wissend, so wie ich auch mal ungeschrieben war und mich hätte entwickeln können, wenn da nicht was dazwischen gekommen wäre. Bei dieser Geschichte mit seinem Sohn hatte ich starke Forrest Gump-Vibes, weil da ist es ja so ähnlich. Ne? Und ja, also wie gesagt, er ist einfach fasziniert von diesem unbeschriebenen Blatt, was das Baby für ihn darstellt. Und vor allem, dass bei dem Kind tatsächlich seine Selbstfürsorge funktioniert ja teilweise nicht.
aber das Kind kriegt er vernünftig versorgt. Zwar mit Hilfe von George, aber es funktioniert ja. Und das fand ich auch ganz faszinierend, weil das ist tatsächlich ein Punkt, den ich von mir selber sehr gut kenne. Selbst für sogar eher so, sobald ich mich um irgendjemand ankümmern muss, kann ich mich an alle Details erinnern und weiß, wie ich sie umsetzen muss. Das ist aber durchaus realistisch. Das ist da dieser Mutter- oder auch Vaterinstinkt. Also man ist als Eltern doch ziemlich in der Lage, eigene Bedürfnisse und so weit hinten anzustellen, damit es dem Kind gut geht. Also ich würde das gar nicht unbedingt auf dieses Elternding reduzieren. Natürlich ist es da viel stärker, würde ich jetzt mal behaupten. Aber also bei mir greift das generell. Da ist ein Lebewesen, ich muss das lieb haben. Und ich muss das wesentlich mehr lieb haben als mich selber. Das kann sehr gut sein, ja. Ja, würde ich auch zustimmen. Ich fand es dann immer sehr ergreifend, die Szenen, in der er irgendwie weggegangen ist, das Kind alleine gelassen hat, schon wusste, okay, er macht einen Fehler, es aber trotzdem irgendwie noch nicht ganz realisiert hat, dass es jetzt eine ziemlich dumme Idee ist, das Kind alleine in der Höhle mit Feuer zu lassen, zum Beispiel. Aber als er dann zurückkam und gesehen hat, dass es dem Kind noch gut geht, dass er dann wirklich Freudentränen bekommen hat, dass ihn das so sehr berührt hat und dass die Beziehung zum Kind so stark war und sich so krass aufgebaut hat innerhalb von ein paar Tagen, fand ich sehr, sehr berührend auch. Wie steht ihr denn zu der Kriminalgeschichte als solche? Weil ich fand die schrecklich unspektakulär. Ich fand sie fast schon also den Einbruch in das Haus fand ich persönlich unrealistisch. Also dass er da reingeht, durch das Schlafzimmer der Eltern geht, also gut, liegt vielleicht daran, dass ich so einen Schlaf habe, der würde das Grundstück betreten und ich würde senkrecht im Bett stehen. Aber das fand ich dann, dass er da durchgeht und hier und rauf und runter und durch die Küche. Das fand ich ein bisschen, fast schon albern, dass das so geht. Flo, du hast schon lange nichts mehr gesagt. Ich bin eingeschlafen. Nein, ich fand diese Krimi-Geschichte, wie ihr schon gesagt habt, es ist unspektakulär. Es ist auch dieser Polizist, wie heißt der, Granger? Der so als Gegenspieler fungiert. Völlig egal. Völlig egal, aber sowas von. Also für den habe ich überhaupt kein Gefühl gekriegt, der war mir so wurscht. Und deswegen, wenn das jetzt irgendwie noch jemand gewesen wäre, der einen Charakter gehabt hätte und nicht so eine Nullnummer, dann hätte das ein interessantes, ist kein Katz-und-Maus-Spiel dazu, das ist nicht das Buch dazu, aber es hätte eine interessante Dynamik geben können in dieser Krimi-Geschichte. Vielleicht jemand, der Blaze sogar versteht irgendwie. Aber oder meinetwegen selber jemand, der Kinder hat und der selber deswegen da sehr allergisch drauf ist oder ja, irgendwas. Ja, aber so war das hier. Also ich fand es spannender, wie Blaze den Alltag mit dem Baby meistert als genau. Krimi-Geschichte, ja. Dann würde ich an der Stelle einhaken. Frage an der Stelle. Ich habe das Buch gelesen, wie gesagt, in dem Mindset, es ist ein Bachmann. Bachmann ist, du kommst vom Regen in die Traufe, in die Scheiße. Das ist die Definition von Bachmann in meinem Hirn. Und davon abgesehen, wir leben jetzt im Jahr 2022 und wir haben sämtliche Polizeiskandale durch, die es gibt. Du meinst, das Jahr 2022 ist ein Bachband? Ja, sowieso. Aber ist irgendeiner von euch davon ausgegangen, dass das Kind überlebt? Und nicht wegen, also ich rede jetzt definitiv nicht davon, dass Blaze das Kind auf dem Gewissen hat, sondern die Polizei. Ich war da tatsächlich relativ unvoreingenommen. Ich hätte mir vorstellen können, dass es stirbt, ja, aber ich bin nicht fest davon ausgegangen. Chloe? Also ich dachte schon nach den vielen Verletzungen, also erst als er aus der Krippe gefallen ist und dann nochmal in der Höhle, okay, jetzt wird's knapp
Und die Lungenentzündung, die war ja auch irgendwie klar. Da war ich mir eigentlich auch schon so zu 80-90% sicher, okay, das Kind wird nicht überleben. Aber du bist aber eher davon ausgegangen, dass es an Fehlbehandlung liegt, als an der Polizei. Genau, ja. Das ist einfach natürlich nicht beabsichtigt von Blaze, ne, aber dass es wohl dazu kommen wird, ja. Tobi? Nee, also ich muss sagen, dass das Baby stirbt, konnte ich mir nun, gut, vielleicht wollte ich es mir einfach nicht vorstellen. Also ich bin davon ausgegangen, dass das Baby die Geschichte überlebt. Bei Blaze war ich mir halt nicht sicher. Ich fand es dann irgendwann, es wurde dann halt irgendwann zu unrealistisch, dass er es tatsächlich schafft. Also dass es gut geht, dass er das Geld und mit dem Baby sich irgendwie nach Hawaii absetzt oder so. Oder nur er und das Baby, selbst mal vom Geld abgesehen, ja. Ja, ne, also das konnte ich mir irgendwann, es wurde ja immer, das ist dann vielleicht so ein bisschen Bachmann, Regentraufe und so weiter, es wurde ja für ihn immer, die Luft wurde ja immer dünner und so und ja, aber dass das Baby stirbt, das hätte ich mir nun gar nicht vorstellen können, wollte ich vielleicht nicht. Das Ding an der Sache ist halt für mich, ich habe das Buch gelesen und vielleicht eine Woche vorher flog über diverse Nachrichtenkanäle wieder so ein Ding, Vater hat Tochter als Geisel genommen, beide sterben in der Schießerei mit der Polizei. Weil die Polizei halt auf die Tochter auch geschossen hat. Und wo ich, also ich hatte, noch bevor überhaupt mit dem Kind irgendwas war, also noch bevor ich überhaupt das Kind in der Hand hatte, und ich wusste in dem Moment, es geht um mein Kind, ich war hundertprozentig von Anfang bis Ende davon überzeugt, dass das Kind diese Geiselnahme nicht überlebt, und zwar nicht wegen Blaze, sondern wegen der Polizei. Das war für mich komplett gesetzt. Natürlich war ich positiv überrascht, dass es das Kind überlebt hat, aber da sind wir wieder an dem Punkt, das war der Punkt, wo für mich der Bachmann gebrochen ist. Weil in einem Bachmann-Roman wäre das Kind gestorben, definitiv hundertprozentig. Hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich meine, mich an den Satz erinnern zu können am Ende, wo er mit dem Kind wegrennt, dass er dann ja nur in der Kniegegend getroffen wurde. Und dann hieß es irgendwie, natürlich hat die Polizei nach unten gezielt, um nicht das Baby zu treffen. Und dann dachte ich, was heißt denn hier natürlich? Also klar ist das nicht. Aber ja, jetzt wo du es sagst, das stimmt. Das hätte natürlich auch anders kommen können. Aber das war dann auch wieder, fand ich, eine schöne Situation, als Blaze das Baby so umklammert hat, um ja sicher zu gehen, dass es am Leben bleibt. Ich bin mir halt nicht sicher in der Zeit, als das Buch entstanden ist, ob wir da diese Polizeigewaltproblematik auch damals schon so krass hatten. Dazu kenne ich die Kultur der USA zu wenig. Aber Spoiler, ja. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube dir das unbesehen, aber wenn man das unter heutigen Informationsständen liest, kannst du, glaube ich, das Buch nicht mehr mit gutem Glauben an die Polizeiarbeit lesen. Das funktioniert für mich einfach nicht. Ja, es ist ja auch so, dass dieser, du sagtest, ist er nicht FBI-Agent? Ja, also, oder was auch immer, ne, das ist. Der, ja. Das wird ja durch eine Szene klar, dass der auch, sag ich mal, ein bisschen neben der Spur ist. Der geht da doch auf die Herrentoilette, guckt, dass keiner da ist, kniet sich hin und betet irgendwie zu Gott, dass Gott ihm helfen soll, Blaze zu töten. Und ich habe dann hinterher nochmal gedacht, oh Gott, das erinnert mich an diesen, ich nenne ihn jetzt mal Gefängnisdirektor oder Lagerboss von Schwarz, der ja auch dauernd irgendwie vor der Toilette gebetet hat. Turm, meinst du? Turm. Schwarz. Ja, genau, übersetzen Sie. Na jedenfalls, der war ja auch irgendwie neben der Spur. Der war ja auch irgendwie, der hatte ja gar nicht die Absicht, Blaze irgendwie lebend, das Baby vielleicht schon, aber der war klar, den Blaze kill ich. Also, der hatte gar kein Interesse, den irgendwie gefangen zu nehmen. Nö, das war sein ausdrückliches Ziel, Blaze zu töten. Das wurde ja ganz früh schon klar gemacht. Okay. Ja, naja, wie gesagt, das Ende entwickelt sich dann, wie sich's entwickelt. Die Geiselnahme geht natürlich den Weg, den es gehen muss. Erst schwört er eigentlich der Idee ab, da überhaupt das Geld jetzt zu nehmen, sondern er will sich mit dem Kind absetzen. Aber er wird eben durch seine diversen Fehler doch erwischt. Das Kind wird nicht getroffen, das Kind wird nicht von der Polizei getötet, er selber stirbt und das Kind wird in Anführungsstrichen gerettet und zu seinen Eltern wieder zurückgebracht. Das ist also tatsächlich die Konklusion dieser Geschichte.
Habt ihr zum Inhalt was? Sonst würde ich jetzt tatsächlich nochmal auf die Bachmann-Diskussion gehen. Ja, ich gucke hier so durch meine Notizen für meinen anderen Podcast. Ich habe, stelle ich fest, mich sehr viel über die Sprache und die Übersetzung und relativ wenig über den Inhalt, habe ich was gesagt. Okay, zu Sprache und Übersetzung kommen wir gleich nochmal. Gut, dann Bachmann-Diskussion. Ich möchte an dieser Stelle zitieren, aus dem Nachwort, Vorwort, ich weiß es nicht genau, wo es im deutschen Buch ist, aber egal. Der Name Bachmann steht darauf, weil es der letzte Roman aus der Zeit von 1966 bis 1973 ist, der Periode der größten Produktivität dieses Herrn. Ich fand ihn toll, als ich ihn schrieb, und Schrott, als ich ihn anschließend las. Aber ich fand, es war ziemlich gut. Mit Sicherheit besser als Roadwork, in Klammern Sprengstoff, dass ich zudem, ja, definitiv, aber das ist auch keine Kunst, dass ich zu dem Zeitpunkt für amerikanische Mainstream-Prosa hielt. Weiterhin beschloss ich aus dem Text weitgehend alle Emotionen zu entfernen, da ich wollte, dass das fertige Buch so nackt war wie ein leeres Haus, ohne auch nur einen Läufer auf dem Boden. Meine Mutter hätte gesagt, ich wollte sein nacktes Gesicht sehen. Nur der Leser wird beurteilen können, ob mir dies gelungen ist. Und ich habe die Frage, ist es ihm gelungen? Nein. Meiner Meinung nach, nein. Nein. Die Emotionen sind in diesem Buch so triefend, ja, das ist ihm überhaupt nicht gelungen, wenn er das vorhatte. Und die Emotionen sind auch tatsächlich der einzige Grund, damit ich diesen Schwachsinn überhaupt gelesen habe. Weil die Verbindung Podcast. Zum Kind hat mich tatsächlich gehalten, bitte? Ich dachte, das wäre der Podcast. Ja, auch. Aber nur, weil ich euch so lieb hab. Und ja, mit klar. euch gerne über Bücher rede. Nein, aber, ja. Jonas, was hast du denn dazu für eine Meinung? Ja, doch, die Emotionen haben es sehr getragen. Gerade, ja, ich hatte ein sehr starkes Mitgefühl mit Blaze. Und ohne das wäre es nichts gewesen. Okay. Chloe? Ja, so halb. Also manche Beziehungen und dadurch eben auch die Emotionen fand ich schon sehr tief. Also wie zum Beispiel die Beziehung zwischen Blaze und John. Oder eben auch die Beziehung zwischen Blaze und dem Kind. Aber manchmal war es eben auch einfach ganz, ganz kalt. Da kam gar nichts rüber. Es kam auf die Situation drauf an und auf die Stelle im Buch tatsächlich. Mhm. Okay. Tobias? Ja, also ich muss zugeben, mich hat wirklich einige Szenen, in erster Regel natürlich mit Blaze, haben mich echt zu Tränen gerührt. Also wenn ein Kriterium für ein Bachmann-Buch ist, dass es keine Emotionen hat oder auslöst, dann war dieses Buch auf keinen Fall ein Bachmann. Jedenfalls für mich. Ich möchte jetzt in die Bachmann-Diskussion ein bisschen gehen, weil das war tatsächlich mein Hauptproblem. Für mich sind die Definitionsmerkmale für einen Bachmann A, es gibt nichts Übernatürliches. Und wenn es was Übernatürliches gibt, ist es immer was Übernatürliches, was sich zum Beispiel durch Aberglaube und Empfindung und all diese Dinge wegerklären lässt. B, es ist absolut hoffnungslos und es sterben alle. Oder zumindest es leiden alle. Und C, es ist sehr viel brutaler als ein King-Buch. Und es hat weder A noch B noch C Kriterium getroffen für mich. Für mich ist es kein Bachmann. Überhaupt nicht. Jonas, wir haben uns darüber schon ein bisschen unterhalten. Wie geht's dir damit? Also es hat auf jeden Fall die Brutalität, obwohl, gerade wo ich sage, dass die Brutalität gefehlt hat, habe ich mich an Amok erinnert und da war Brutalität drin, ja, aber sie war nicht das Hauptding. Nee, nicht das Hauptding, aber es ist ein legitimes Mittel. Ich meine, wir haben hier im ganzen Buch zwei Tote. Ich würde sagen, die Brutalität findet hier eher auf einer emotionalen Ebene statt. Also es ist jetzt kein Splatter, Gore, was weiß ich, Roman. Überhaupt nicht.
Aber das waren die anderen eigentlich auch nicht. Nö, auf jeden Fall nicht. Aber ich meine, gehen wir mal die Bachmannse durch, die wir haben. Wir haben Sprengstoff. Sprengstoff ist ein Schwachsinnsbuch. Punkt. Das passt in nichts. Aber es auch da, ich habe das komplett vergessen. Ich kann euch dazu gar nichts mehr sagen. Ich weiß, dass ich ihm 0 Punkte gegeben habe. Aber es hat halt auch diese Aura der Verzweiflung. Genau. Und die würde ich schon so ein bisschen hier sehen. Aber nee, und die fehlt mir halt komplett. Das einzige Element der Verzweiflung für mich in diesem Buch war einerseits die Tatsache, dass das Kind stirbt, was es nicht getan hat. Und das zweite Moment der Verzweiflung ist für mich die Tatsache, dass Blaze weiß, dieses Kind, egal wie gut er es behandelt, wird sich an ihn erinnern als Bösewicht. Das war für mich der Moment der Verzweiflung. Und beides hat für mich nicht gereicht, um die positiv-emotionalen Momente zwischen ihm und dem Kind aufzuwiegen. Deswegen ist es für mich nicht verzweifelt genug für einen Bachmann. Ja, also wie ich schon auch gesagt habe, also mir reicht es auch nicht. Aber das wäre so das einzige Element, das ich hier noch zum Teil sehen würde. Wenn auch nicht genug. Jonas, warst du mit deiner Ausführung schon fertig oder bin ich dir zwischendrin gegrätscht? Ja, also ich glaube, für mich braucht es diese Verzweiflung nicht für einen Bachmann. Für mich das Hauptkriterium, das ja, Fehlen des Übernatürlichen. Was hier drin war? Was drin war, aber ich schieb's in Gedanken von mir weg. Ich streiche diese Szene mit den Zähnen einfach und dann ist es okay. Okay. Gut. Tobias, ich weiß nicht, hattest du jetzt mit Bachmann direkt schon Erfahrungen? Ich glaube, das Sprengstoff war ein Bachmann, ne? Genau. Dann ist Sprengstoff das einzige Bachmann, was ich gelesen habe. Oh Gott, warum hast du das getan? Warum hast du das freiwillig getan? Du weißt, ich geh da ja anders ran. Ich habe damals noch, glaube ich, Bücherhalle, so heißt die Leihbibliothek in Hamburg. Da bin ich hin, habe gesehen, ist ein King, habe ich mitgenommen, habe ich gelesen. Und okay. Das war's. Weil das war wirklich in unsere, also für schlechte Bücher ist Sprengstoff unsere Nulllinie, glaube ich. Für uns alle, oder? Für mich definitiv, ja. Ich glaube, ich fand's gar nicht so schlecht. Nun, na gut. Chloe, weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon mal einen Bachmann in der Hand gehabt? Ja, ich meine, bei uns im Bücherregal ist mal Amok rumgeflogen. Das habe ich dann angefangen, aber glaube ich auch ziemlich schnell wieder abgebrochen. Okay. Gut, also hast du keine Meinung dazu, ob es ein typischer King oder ein typischer Bachmann ist? Kann ich wenig zu sagen, tatsächlich. Okay. Und dann müssen wir, weil es eben kein typischer Bachmann ist, und das ist das Nächste, das mich ärgert, noch über die Querverbindungen reden. Denn es gibt Querverbindungen, die sollte es nicht geben. Meiner Meinung nach. Oder kannst du mich da widerlegen, Flo? Oh, es gibt viele Querverbindungen. Nee, ich meine, sollte es in Bachmann-Büchern überhaupt Querverbindungen zum King-Universum geben? Ah, es gab immer mal so ein bisschen was. Aber nicht so ausführlich wie hier bei diesem Buch. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, der Vermieter von Hutton House heißt Gerald Clutterbuck. Und den kennen wir aus Castlewalk auf jeden Fall. Nein. Nein? Den Nachnamen. Andy Clutterbuck. Naja, aber ich nehme mal an, der hängt damit zusammen. Ja, das ist etwas, das hier ganz, ganz oft auftaucht. Also wir haben ja einen Jimmy Cullum und erstmal heißt so ein Opfer von Pennywise und wir hatten einen John Cullum in Susanna. Wir haben eine Georgia Kingsbury. Kingsbury war ein Name von einem Opfer von André Linoche. Wir haben eine Aline Merrill, wir kennen einen Ace Merrill und so weiter. Also es gibt da viele Personen, die mit Nachnamen Mears oder Hanscom, die wir schon mal hatten. Wir haben auf jeden Fall eine unerschütterliche Bezeichnung oder Bezugnahme auf Shawshank, denn es fällt irgendwann der Satz, du willst erwischt werden und nach Shawshank gehen und in der Wäscherei arbeiten. Der ist definitiv nicht zu rütteln. Genau.
Wie stehst du denn zu der Theorie, dass diese Sache von Blaze und George die Rückseite, also quasi die Romanseite von Stark ist? Ich meine, der Roman in Stark, der da beschrieben wird, wird uns ja präsentiert als total gory und blutig und alles. Das ist es halt überhaupt nicht. Ja. Aber in meinem Hirn bilde ich mir trotzdem ein, dass Blaze als Figur in diesem Roman erwähnt wurde. Das weiß ich nicht mehr. Aber wir hatten in Der Talisman die Erwähnung für Blaze. Weil die Mutter von diesem Jungen war ja Schauspielerin und war für einen Oscar nominiert für eine Rolle in dem Film Blaze. Okay, das war mir entgangen, aber schöner Hinweis. Gut, fällt dir sonst noch irgendwas ein an Querverbindungen? Wir haben wieder das Wort Bol oder Bool. Das hatten wir in Love ja schon und in Klaas. Mhm. Wir haben eine Verbindung zu der Kurzgeschichte Das Schreckgespenst. Also Blaze wird ja mal der Boogeyman genannt von seinen Kumpels. Und ja, später bei dem Überfall nennt er sich Billings. Und Lester Billings ist die Hauptfigur aus Das Schreckgespenst. Du hast recht, verdammt, das ist mir entgangen. Und dabei ist Schreckgespenst eine meiner Lieblingsgeschichten. Du hast recht. Ja, ansonsten haben wir eine Erwähnung von Castle Rock. Und Blaze und sein Freund John gucken sich im Kino einen Vampirfilm an, namens Second Coming. Und Second Coming war der Arbeitstitel von Brennen muss Salem. Das ist, ja das ist auch nett. Ja, zeitgleich erst entstanden ist. Okay. Ja, normalerweise wäre das der Punkt, wo ich über Symbolik reden würde. Aber da ich ja beschlossen habe, das ist, auch wenn es keiner ist, dass es für mich ein Bachmann ist. Und ein Bachmann ist für mich immer sehr threadbare. Würde ich für mich beschließen, es gibt in diesem Buch keine Symbolik, zumindest keine, über die sich zu reden lohnt. Habt ihr da eine andere Meinung als ich? Ich übersehe Symbolik grundsätzlich. Okay. Chloe, du irgendwelche Ergänzungen? Nicht wirklich, ne. Okay. Dann würde ich sagen, reden wir über die Verwertungen. Gibt es denn hier außer dem deutschen und englischen Hörbuch welche? Nein. Gut. Tobi, dann ist das an dieser Stelle der Punkt, an dem du über die Übersetzung schimpfen darfst. Ich möchte noch kurz zum Thema Verwertung sagen. Ich würde mir wünschen, es würde verwertet werden, so als Miniserie, weil ich finde, ja, es ist irgendwie nichts super Anspruchsvolles, aber ich glaube, man könnte das richtig cool in einer Miniserie verfilmen. Dann habe ich doch noch eine Verwertung, nämlich als Miniserie. Aber anders, vom 29. Dezember 2008 bis 6. Januar 2009 wurde der Roman im BBC vorgelesen, im Radio. Und zwar täglich jeweils dreimal kamen insgesamt 6 Episoden à 30 Minuten. Also vermutlich eine gekürzte Lesung. Aber finde ich interessant, dass das so über Weihnachten, über Neujahr als Geschichte ausgewählt wurde, um im Radio vorgelesen zu werden. Gut, dann fange ich mal jetzt an, ein bisschen über die Übersetzung zu ranten. Also, Übersetzer, jedenfalls von meiner Fassung, war Jürgen Bürger, Jahrgang 54, sage ich mal jetzt so ganz wertfrei dazu. Also kurz Disclaimer, ich bin Jahrgang 71, also schon jünger als er, nicht unbedingt der Jüngste, aber wie gesagt, der ist noch einen Tacken älter oder war auch schon, als er das Buch übersetzt hat. Dann muss ich nochmal darauf hinweisen, also Stephen King sagte, er hatte das Buch 73 in der Urform, das Manuskript geschrieben, hat es dann ja 2006 oder so überarbeitet. Wir wissen also nicht, welche Teile des Buchs wann entstanden sind, was ja für die Sprache auch wichtig sein kann im Original. Wie gesagt, die Übersetzung ist von 2006 oder 7 so in dem Dreh. Und es spielt ja während der Reckon-Zeit. Also es wird ja zwischendurch mal Reckon erwähnt, der, was weiß ich, zur Wiederwahl antritt oder so. Das so für den zeitlichen Kontext. Was mir unheimlich aufgestoßen ist, dass in dem Buch mehrfach das N-Wort benutzt wird, vor allen Dingen in Kontexten, wo es überhaupt nicht notwendig ist.
Und zum Beispiel einmal in dem Kontext, dass sie da im Kino sitzen und der eine geht, also Blaze und John als Jungs gehen ins Kino und John geht auf Toilette, kommt wieder und hat ein Portemonnaie gefunden und sagt dann, ja, das muss einer verloren haben, als er ein N-Wort abgeseilt hat. Das heißt, da wird der Vorgang des Defekierens mit einer Redewendung, die, ja, klar, die Jungs drücken sich nicht gerade hochgestochen aus. Im Englischen, ich habe mit ein bisschen Tricks die englische Stelle gefunden, da steht da halt take a dump, also took a dump. Da hätte man also auch schreiben können, ja, beim Kacken. Also das ist dann immer noch vom sprachlichen Niveau sicherlich so, wie die sich ausgedrückt haben. Aber warum der Mensch im Jahr 2006, 2007 die Formulierung N-Wort abseilen benutzt, das habe ich vielleicht in meiner frühesten Jugend mal benutzt. Ich hoffe nicht. Also dann sind sie in Boston, da wird wieder irgendwie von einem N-Wort gesprochen. Ich habe im Original in Negro Man, also da steht jetzt nicht irgendwie, ich glaube, in Negro Man ist noch eine halbwegs harmlose Formulierung, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber auch so wirklich so Übersetzungsfehler, als das ganze Waisenhaus zusammen mit diesem Mädchenwaisenhaus und diesem Jugendstrafanstalt, die werden ja zum Ernteeinsatz geholt. Bei Herrn, wie hieß der? Blue Note, genau. Herr Blue Note, witzigerweise Blaubeerfeld. Und dann ist da der Satz, also wird so beschrieben, sie fahren dann zu den Blaubeerfeldern, um Blaubeeren zu ernten. Und dann steht da im Deutschen, es steht in voller Blüte. Wo ich dachte, was wollen die denn ernten, wenn es in voller Blüte steht? Habe ich geguckt, im Englischen steht da in full fruit. Jetzt kann man in full fruit natürlich, wenn du sagst im Deutschen, es steht in voller Frucht, aber da hätte man ja schreiben können, ja, ein Blaubeerfeld in voller Pracht oder in voller Blaubeeren, aber in voller Blüte ergibt inhaltlich halt überhaupt keinen Sinn. Ne? Mhm. Weil, was willst du da ernten, wenn es blüht? Naja, und zu guter Letzt, ihr hattet es schon gesagt, er wird ja da genannt, Blaze wird ja, als er noch so vor George mit wechselnden anderen Kriminellen da tätig ist, kriegt er ja den Namen The Boogeyman im Englischen. Und das hat er dann im Deutschen übersetzt mit der große Butzelmann. Ich habe nachgeguckt, tatsächlich, wenn du The Boogeyman, den Wikipedia-Artikel auf Englisch, dann steht bei Deutsch, landest du wirklich bei der Butzelmann. Wobei ich mit dem Butzelmann nichts unbedingt Bedrohliches verbinde, weil ich habe als Kind noch im Kreis gesessen auf dem Kindergeburtstag und es geht ein Biber Butzelmann in unserem Kreis herum. Das, naja, schon, aber das war ja damals auch schon sowas. Der packt dich jetzt. Also das kenne ich kulturell tatsächlich auch schon als böse Entität. Ja, aber was sprach dagegen, The Boogeyman auch im Deutschen zu benutzen? Da bin ich bei dir. Ne? Also wie gesagt, im Jahr 2007. Ne? Also, ne? Und dann steht da ja dann geht es ja darum, dass aufgrund seines Spitznamens, also The Boogeyman ist halt ein schwarzer Mann, ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, ein wirklich von der Ethnie her ein schwarzer Mann oder ob das auch so ein bedrohliches ist. Auf jeden Fall steht dann im Buch, die Polizei denkt deshalb, er wäre ein Afroamerikaner. Da benutzt der Übersetzer plötzlich das Wort Afroamerikaner, wo ich denke, Entschuldigung, jetzt hätte ich fast von dir erwartet, dass du wieder das N-Wort benutzt. Wie gesagt, ich fand die Übersetzung, und wenn du jetzt sagst, du hast die englische Hörbuchfassung gehört und so halb die deutsche und findest, dass da die Stimmung gerade in den Teilen, wo George mit Blaze redet, eine ganz andere ist, dann denke ich echt, dann muss ich Chloe zu. Ja, irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich sagte, hätte ich es mal lieber auf Englisch gelesen. Also mir hat definitiv die englische Hörbuchversion wesentlich viel mehr gegeben als die deutsche. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, ich habe nur beide Hörbuchversionen. Und auch wenn ich David Nathan sehr, sehr liebe, aber er hat halt trotzdem eine gewisse Kante in der Stimme, die ihn aggressiv klingen lässt, wenn er es will. Und der englische Hörbuchleser, ich weiß nicht genau, wer es war, der hatte halt so einen leicht jovialen Unterton. Und jovialer Unterton ist genau das, was ich mir bei George vorgestellt habe. Auch in meinem Kopf. Also es hat zwar eine Herablassung, aber es ist eben dieses jovial Herablassende.
Wisst ihr, was ich will? Also ich kann es mir so ungefähr vorstellen, wie es anders rüberkommt. Also es wäre halt interessant, wie viel davon ist Stimme und wie viel davon ist Sprache. Ja, richtig. Auf jeden Fall war ich sehr froh, dass ich mir den Spießrutenlauf mit der deutschen Übersetzung gar nicht erst angetan habe. Weil das hat mir in den letzten 3 Büchern schon gereicht und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache es mir jetzt einfach. Was ich dazu noch ergänzen wollte, zu dem, was Tobi gesagt hat, wo ich auch wirklich zu allem zustimme, ist, dass ich durch die Sprache, die die Jugendlichen benutzt haben, also Blaze und George und John unter sich, totale Probleme hatte, mich mit den Personen irgendwie zu identifizieren. Klar, 2006 ist lange her, als die Übersetzung gemacht wurde, aber trotzdem haben die Wörter benutzt, die ich noch nie gehört habe. Wirklich noch nie. Und das hat es mir wirklich irgendwie schwer gemacht, mich mit den Personen auf jeglicher Weise irgendwie identifizieren zu können, obwohl sie ja wirklich in meinem Alter waren tatsächlich. Ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube, du bist jetzt doch deutlich jünger als wir anderen alle zusammen. Und ich glaube, ein paar von uns kennen das tatsächlich noch. Vielleicht nicht mehr am eigenen aktiven Sprachschatz, aber ich glaube, da bist du wirklich einfach eine Generation drüber schon. Dass deine Eltern das schon nicht mehr hatten. Weißt du, was ich will? Was ich meine? Ja, das kann natürlich auch sein, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob ihr anderen dazu eine Meinung habt, aber also das hat mich nicht rausgebracht. Ich konnte mich aus anderen Gründen nicht mit denen identifizieren. Ja, es war auch nur ein Grund tatsächlich, aber der hat mich dann doch tatsächlich ein bisschen gestört. Aber gut, es kann natürlich wirklich sein. Ja, ich glaube, um mal den Übersetzer in Schutz zu nehmen, ohne ihn zu kennen. Er musste 2006 versuchen, eine Geschichte zu übersetzen, die im Jahr 2000, die in den 80er Jahren spielt. Und nehmen wir mal an, Blaze ist 30. Das heißt, er ist in den 50ern geboren, also in den 60ern sozialisiert. Und dass dann da das N-Wort vorkommt, das wundert mich nicht. Ja, sagen wir mal so, wenn es in der wörtlichen Rede vorkommen würde, hätte ich da ja auch Verständnis für, wenn er die Sprache der Zeit widerspiegeln wollte. Aber es kommt in beiden Fällen nicht in der wörtlichen Rede vor. Oder warte mal. Moment. Doch, einmal kommt es in der wörtlichen Rede vor. Aber wie gesagt, bei dem ersten Fall geht es ja um eine Redewendung, die so nicht, da steht ja nicht das N-Wort im Original. Ne? Dann würde ich es ja noch verstehen, aber es in beiden Fällen steht im Original da nicht das N-Wort und dann kann ich das auch nicht mit 50er Jahre erklären. Ja, ich glaube halt, dass der Übersetzer gedacht hat, wie kann ich vielleicht die Zeit da darstellen, authentisch darstellen halten. Und so. Es ist keine Entschuldigung, aber es ist vielleicht eine Erklärung. Gut, haben wir noch Ergänzungen zu irgendwas? Ich hätte noch eine Frage, weil gerade Flo ist ja auch so belesen im Englischen. Als Blaze von seinem Vater die Treppe runtergeschmissen wird und dann im Koma liegt, da benutzt der Arzt den Ausdruck irgendwie, was ja, er wird den, wenn er wieder aufwacht, dann wird er den Rest seines Lebens Gemüse sein. Und den Ausdruck habe ich, meine ich, schon öfter gelesen zu haben, aber eigentlich immer nur in deutschen Übersetzungen englischer Sachen. Und ich weiß nicht, ob ich die Stelle gefunden habe im Englischen. Ich habe mir nur notiert hier, dass es diesen Ausdruck gibt im Englischen, persistent vegetative state, also dauerhafter vegetativer Zustand, der eben so eine Art Wachkoma beschreibt. Mhm. Denke ich mir da jetzt nur ein Zusammenhang, dass es eben Gemüse, vegetative gibt? Also, ich habe das schon in verschiedenen Geschichten, Serien, Filmen, Büchern gehört. Ich vermute sehr, dass das der Zusammenhang daher kommt, von diesem englischen Begriff und dann vegetable im Deutschen einfach als Gemüse übersetzt wird, was ja dann auch richtig ist. Wahrscheinlich auch irgendwie so symbolisch für etwas, das lebt, aber eigentlich nur noch rumliegt. Mm. So gehe ich mal davon aus. Also es ist definitiv keine wörtliche Herleitung, glaube ich.
das, denke ich, ist ein Übersetzungsding, das irgendwann mal etabliert worden ist und so behalten worden ist. Gut, das hatte ich mir so ähnlich schon gedacht. Eine letzte Sache habe ich noch und Flo, da möchte ich gerne mit dir zusammen weinen. Im Nachwort geht King auf das Thema ein verschwundene Manuskripte und dass er eben dieses Manuskript auch in irgendeinem Karton hatte und eigentlich davon ausgegangen ist, er sieht's nie wieder. Und dann sprechen wir über zwei weitere Romane. Einmal über Under the Dome, das er bedauerlicherweise wiedergefunden hat. Und andererseits einen zweiten Roman, The Cannibals, das 200 Seiten hatte und das ist nie wieder aufgetaucht. Und ich weine diesem Buch hinterher. Ich möchte dieses Buch haben. Warum haben wir stattdessen Under the Dome? Under the Dome werden wir noch besprechen müssen. Es ist nicht so schlecht. Doch. Nein, das Ende ist schlecht, aber da reden wir später drüber. In einer langen, langen Folge irgendwann. Mit viel Geschrei. Ja, aber ich hätte auch The Cannibals unheimlich gerne. Das war wirklich, also wenn wir darüber reden, dass Bachmann Heartbreak ist und deprimierend und hoffnungslos, dann hat mir diese Nachricht, dass wir einen Cannibal-Roman hätten haben können und der weg ist, mir mehr das Herz gebrochen als die ganze Inhaltszusammenfassung dieses Romans. Das ist alles traurig. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kannibalenroman war oder ob der Titel einfach nur irreführend ist, aber man hofft natürlich. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal noch irgendwas. Wir werden sehen. Vielleicht findet er ja noch eine Kiste. Ich hoffe. Ich will dieses Buch. Nun gut, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Bewertung. Bevor aber wir das tun, frage ich euch in Hoffnung und Unglauben, habt ihr Zitate für mich? Also ich hätte eins. Ja, bitte. Und zwar ist es die Szene, die ich vorhin schon angesprochen hatte mit Blaze und dem Baby und so. Mhm. Und wo eben so klar wird, welches Potenzial in so einem Baby steckt. Blaze nahm eine Hand des Babys und hielt sie. Die Finger rollten sich sofort um seinen kleinen Finger. Das werden mal große Hände, dachte Blaze. Irgendwann halten sie vielleicht einen Zimmermannshammer oder einen Schraubenschlüssel, vielleicht sogar einen Künstlerpinsel. Okay. Chloe, hast du was? Ja, ich habe auch eins. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Es kommt tatsächlich auch recht am Ende des Romans vor. Ich glaube, an der Stelle, an dem er realisiert, dass er seinen Namen gesagt hat in der Telefonzelle. Und zwar, Blödheit war ein Gefängnis, aus dem sie einen nie rausließen. Darin sitzt man lebenslänglich. Mhm. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich traurig eigentlich, mhm, dass er das selbst so realisiert hat. Und man kennt es ja manchmal sogar von einem selbst, dass wenn man vielleicht in einer Gruppe ist von Menschen oder gerade in einer Situation ist, wo man gerade irgendwie nicht hinterherkommt und denkt, irgendwie kann ich hier gerade nicht mitreden. Und dass er einfach immer in dieser Situation ist. Und dass er es auch selbst realisiert, fand ich irgendwie, ja, traurig. Ich habe dann nur noch, this is what money is for, to cut through the bullshit. Also das ist der Grund, warum wir Geld haben, um quasi über diesen Bullshit hinwegzukommen. Den fand ich noch ganz nett. Flo, hast du noch eins? Und er vermutete, dass es wohl immer jemand mit einem größeren Paddel gab. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt final und abschließend zur Bewertung. Für die Menschen, die nicht allzu oft bei uns zu Gast sind, wir bewerten von 0 bis 19. 0 ist das Schlechteste, also Sprengstoff. 19 ist das Beste. Feuerfrei, ich würde sagen. Tobias, du hast das erste Wort. Gut, dann sage ich mal so, es ist jetzt unfair King gegenüber, aber selber schuld. Das sucht er sich aus so einem blöden deutschen Verlag aus. Das würde von mir 15 kriegen, wegen der Übersetzung nur 12. Okay. Jonas? Ich hatte, doch Spaß. Ich hatte Spaß an der Geschichte. Es hat mir Freude bereitet und ich gebe 16 Punkte. Das ist erstaunlich. Okay, Chloe? Ich würde tatsächlich 13 Punkte geben, weil ich die Geschichte schon
spannend fand. Ich fand es gut lesbar. Ich hatte Spaß beim Lesen auch, nur eben manche Momente oder manche Situationen haben mich eben einfach nicht gecatcht oder haben mich nicht wirklich mitgerissen. Okay. Ich persönlich würde 10 Punkte geben, weil es war völlig belanglos, es hat mir aber auch nicht wehgetan. Es hat ein paar schöne Momente, die mir Spaß gemacht haben, aber im Großen und Ganzen weiß ich, dass ich das Buch spätestens nächste Woche wieder vergessen habe. Und deswegen kann ich über 10 Punkte nicht rausgehen. Aber ich musste nicht rumschreien, von daher ist es okay. Flo, wie sieht's bei dir aus? Ich sehe es eigentlich, und das ist beängstigend, genauso wie du, würde aber doch 11 Punkte geben, weil... Aus Prinzip, nein. Und also gerade die Figur Place macht schon ein bisschen Spaß. Aber wie wir schon gesagt haben, also ich werde es auch wieder vergessen haben. Ich musste mich heute tatsächlich mal reinlesen, damit ich mich dran erinnere. Und ist, glaube ich, 2 Wochen her, dass ich das Buch gelesen habe. Mm. Ja, Fast Food, aber das muss ja nicht schlecht sein. Genau. Gut, habe ich noch irgendwas oder irgendwen vergessen? Mir ist gerade noch, weil ich noch mal auf meine Notizen geguckt habe, der letzte Satz, den ich mir notiert habe, ist: leider könnten Teile der Geschichte auch heute noch spielen. Also manche Sachen, ne, was schon gesagt wurde, mit wie die Polizei sich verhält oder wie, was weiß ich, der Waisenhausdirektor, wie der sich verhält, kann es leider, oder auch hier die komische Familie, die ihn da aufnimmt und auch schlecht seine behandelt, eigene Familie. Seine eigene, wo man denkt, ja, leider kann es das heute alles immer noch geben. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, das war halt, spielt halt vor Jahrzehnten und heute ist es alles viel, viel besser. Nee, das könnte heute alles immer noch so sein und so passieren. Ja. Gut, mit diesem Schlusswort würde ich euch aus der Folge entlassen. Es war mir wie immer eine Ehre. Liebe Chloe, es war wunderschön mit dir. Danke, das gebe ich so zurück. Tobias, mit dir war es auch wie immer großartig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Flo und Jonas, ihr seid sowieso meine liebsten Stamm-Mit-Podcaster. Es war mir eine Ehre. Ebenso. Das möchte ich zurückgeben. Gut, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, ich danke euch fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns demnächst zu einem weiteren Buch wieder. Wir werden sehen, ob es besser wird. Bis dahin, bis bald. Und wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch gerne melden. Wie gesagt, einfach auf die Leseliste gucken und uns entsprechend über die üblichen Kanäle mal anhauen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Man hört sich. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.